Into fifth place. Und das sage ich jetzt die jungen Damen und Herren werden für ihre Leistung nicht von strengen Wertungsrichtern beurteilt, aber die Paare. Und da sind wir schon bei der Siegerehrung. Auf Platz 6 das italienische Paar. Giuseppe Esposito und Roberto Lodato, die den letzten Tanz sogar für sich entscheiden konnten. Und fünfte hier bei dieser Europameisterschaft, das werden Florian Gscheider und Manuela Stöckel. Sowohl bei den Standard- als auch bei den Lateintänzen haben sie sich gut gehalten, wenn man so ein bisschen jetzt die Wertungen anschaut. Klarerweise im Standard-Bereich ein bisschen besser, aber ein gesamter fünfter Platz für das Paar, das hier ja Heimvorteil genießen durfte und damit wirklich das Publikum auf seiner Seite hatte und hat. Und das ist auch gut so. Auf Platz 4, Gustav Lundin und Valentina Oselitko, das schwedische Paar. Ihre Stärke liegt eher in den Standardtänzen, aber das sieht man wieder, es nützt gar nichts, wenn man nur in einer Abteilung sozusagen weit vorn dabei ist. Der Durchschnitt über alle 10 Tänze, der macht dann das Ergebnis aus. Wir machen es ein bisschen spannend, aber ich sage nicht, nächste Woche wieder mit dabei. Wie gesagt, Gustav Lundin und Valentina Oselitko in den Standardtänzen immer auf Platz 2. Auf Platz 3 aus Großbritannien Richard Steele und Morgan Hemphill. Eine durchwegs gute Leistung, vielleicht eher in den Lateintänzen vorne zu sehen. Aber wie gesagt, alle Finalpaare haben hier großartige Leistungen gezeigt und man beglückwünscht einander, so wie sich das gehört. Herzlichen Jeder Glückwunsch bekommt von unserer hier Seite. Seinen da gibt's Medaillen. Pokal, seine Medaillen. Es ist ja schließlich eine Europameisterschaft und ja, da hat man sich wirklich einiges einfallen lassen. So, dann machen wir es spannend. Into wir sind bei place. Platz 2 bei dieser Europameisterschaft. Über 10 Tänze geht die Silbermedaille an das Paar mit der Nummer 2, Steffen Zoglauer und Sandra Koperski. Großartig unterwegs. Zwei Tänze konnten sie für sich entscheiden. Cha-Cha-Cha und Samba. Ja, und dann bleibt natürlich nur mehr ein Paar, das überbleibt sozusagen, das noch da am Parkett steht. Und ich habe es Ihnen schon angekündigt, die großen Favoriten haben es tatsächlich geschafft. Und sie können sich jetzt schon freuen, denn sie wissen bereits, dass sie den Europameistertitel hier in Salzburg ertanzt haben aus Aserbaidschan, Elda Jafarov und Anna Sashina. Congratulations to your title. Eine gerührte Anna Sashina. Ein Publikum, das, so glaube ich, mit dieser Entscheidung der Wertungsrichter auch einverstanden ist. Und sie freuen sich über ihren ersten großen Titel. Dritte waren sie bei der Weltmeisterschaft, über 10 Tänze. Aber gewonnen haben sie eine große Veranstaltung noch nie und da ist natürlich die Freude umso größer. Aufgrund der großen Begeisterung des Publikums darf man schon annehmen, dass es
in Salzburg bald wieder einmal eine große Tanzveranstaltung geben wird. Allerdings muss man sagen, die Vorbereitungen, um so eine große Tanzveranstaltung auf die Beine zu stellen, die ist wirklich riesengroß. Die Logistik, die Musik, die Paare, all das muss man natürlich nicht nur einladen, sondern zu einem großen Teil natürlich auch mitfinanzieren. Aber das macht man gerne, wenn man dann sieht, vom Publikum wird Tanzsport gut an- und aufgenommen. Und hier sehen wir Ferry Polley, der Anna Saschina die Goldmedaille dieser Europameisterschaft umhängen darf. Darf ich Sie bitten, sich kurz zu erheben, zu Ehren der Landeshymne, die wir bestimmt noch nicht oft gehört haben, von Aserbaidschan. Congratulations once again, Elda und Anna. Elda Schafarov und Anna Saschina werden nun auch gebeten, einen Siegestanz zu zeigen. Und da haben sie Rumba ausgewählt. Ganz befreit können sie nun drauf lostanzen. Mit dem Gefühl, Großes geleistet zu haben und den Europameistertitel nach Aserbaidschan geholt zu haben. Just a line to you, for me it's true, it never seems alright before. I practiced every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right in perfect. Des Publikums, die haben sie, die neuen Europameister aus Aserbaidschan, mit ihrem Siegestanz.